Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, ich habe heute sehr viele Nachrichten von euch bekommen, dass ich mir den neuen Song von Ju anhören soll, der auf Spotify und Apple und Google Music und blablabla bla bla hochgeladen wurde. Und ich habe von euch auch die Nachricht bekommen, dass es ein trauriger Song ist und dass ein paar von euch denken, dass Ju mit YouTube aufhört. Was mich ein bisschen schockiert und verwirrt hat. Ich weiß nicht, was los ist. Ich würde sagen, wir schauen rein, Freunde, heute auch. Ich bin nicht auf Spotify, ich bin auf YouTube. Bruder muss los, in Klammern, The End steht da. Ich habe noch nicht in die Kommentare reingeguckt. Ich weiß also nicht, um was es geht. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. 5 Minuten. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ich werde euch den Link zum Original mal in die Beschreibung packen. Ich weiß nicht. Ich habe noch. Keine Ahnung, ich habe nichts mitbekommen. Ich habe absolut nichts mitbekommen, Leute. Hört sich schon mal traurig an, auf jeden Fall, ja? Bruder, was los? Bruder, muss los. Wohin denn, mein Jung? Großmutter, frag nicht so dumm. Ey, da hinten sind so Blumen und so ein dreckiger Scheiß. Gönnt einer Oma von dem Grünzeug, denn das kommt immer voll nice. Wie kann so ein dummer Text, sag ich mal, Anführungsstrichen, sich so traurig und gefühlvoll anhören, Alter? Krass. Okay, wir schauen mal weiter. Wo sollen hier Blumen sein? Hier sind nur Äste und Cola-Dosen. Na, egal, ich geh. Jetzt erstmal Taschengeld bei Oma holen. Boah, das hört sich wirklich gut an, ey. Props an Ju wirklich. Er kann wirklich gut singen, muss man sagen. Oma, was geht? Digga, zu spät. Hab für YouTube gedreht. Zeit für einen neuen Weg. Was? Zeit für einen neuen Weg. Warum sind deine Ohren so groß? Damit ich besser höre, was los. Warum sind deine Augen so rot? Es hört sich wirklich gut an, es ist wirklich schön gesungen, muss man sagen. Bekommt man voll in so eine emotional Stimmung. Bis jetzt war nur das eine, haben für YouTube gedreht, Zeit für einen neuen Weg. Das waren die einzigen zwei Zeilen, die bis jetzt neu waren oder anders waren. Aber was bedeutet das denn bitte? Ich hab den halben Wald hier gesmogen. Aber warum sind deine Hände so groß und verdammt groß? Digga, ist gut gesungen. Schneller Fempe, so viel schneller Fempe, mein Sohn. Oh, warum? Hä? Hast du so einen großen Mund? Damit die Raplines, meine Raplines krasser flow. Jetzt bin ich gespannt, kommt jetzt was Neues? Das ist echt eine traurige Stimme, muss man sagen. Muss man sagen. Alle meine Bass sind Messer, scharf wie Schneidezähne. Und die lass ich mir sicherlich nicht von der Fee nehmen. Jede Line smooth wie mein Fell, denn ich hab nice Gene. Okay, also bis jetzt sind wirklich nur diese zwei Zeilen anders. Der Rest hört sich gut an, das hört sich extrem gut an. Ich weiß nicht, was es bedeutet, das kam so random. Ich weiß nicht, was los ist, Leute, wir hören weiter. Klär dir meine Pläne, denn du kannst sie keinem mehr erzählen. Heutzutage werden Dinge ganz anders geregelt. Es wird jeder
Aber ich weiß nicht, ob das schon neu ist. Ich hab Bruder muss los. Ist das der Part von John, wo er so schnell rappt? Eigentlich nicht, oder? Ist das auch schon was Neues jetzt? Ey, ich weiß es nicht, Mann. Fresse, dann gibt es keine Probleme. So viele Bilder, doch ich schalte jetzt leider auf Standby. Man also ist neu. So vieles zurück, nur nicht die eigene Zeit. True. Bruder, wieso? Sorry, die Story geht so. Wann lädst du wieder was hoch? Bruder, muss los. Warum? Damn. Tut dein Ende so weh? Warum tut dein Ende so weh? Leute. Also ich kann euch sagen, ich habe vor ein paar Tagen habe ich mit Drew geschrieben, auch nur ganz kurz, weil er halt meinte, yo, ich schau kurz nach, wir haben ganz kurz so geschrieben, er meinte, yo, ich will dir was aus dem Bam-Shop zuschicken, hast du Bock? Und dann meinte ich, klar, gerne. Wann war denn das? 11. Dezember haben wir geschrieben. Da war alles cool, also da habe ich zumindest nichts gemerkt, so. Aber wir haben auch nicht viel geschrieben. Ich habe keine Ahnung, so. Damn. Weiß nicht, Alter. Was, Aber Leute, ich... Ey, okay, wir hören erstmal weiter. Danach rede ich noch ein bisschen was dazu. Oh, sorry, die Story geht so. Wann lädst du wieder was hoch? Bruder, muss los. Das könnte halt, wann lädst du wieder was hoch? Bruder muss los, könnte halt so eine Anspielung darauf sein, auf diesen Druck. Alle fragen, wann kommt wieder was Neues, wann kommt was Krasseres, wann kommt wieder das, wann kommt das, wann kommt das. Und er denkt sich nur, ey, Bruder muss los, ich brauche ein bisschen Zeit für mich. So könnte man das zumindest schon mal interpretieren. Ich will nicht zu viel reininterpretieren, weil im Endeffekt, ich glaube, kann ich jetzt schon mal sagen, ich glaube, es ist nur, in Anführungsstrichen, eine Ankündigung für irgendwas Christmas-relatedes, sag ich mal. Oder dass irgendein Projekt endet oder irgendwas anderes anfängt. Oder dass es eine Umstrukturierung gibt auf dem Channel. Aber wir werden Drew jetzt nicht ganz, ganz verlieren, in Anführungsstrichen, von YouTube. Aber die Zeile fühle ich schon, Alter. Warum tut ein Ende so weh? Ist schon krass irgendwie, oder? Weil man begreift, man hat zusammen so viel erlebt. Hä? Drew hat sich wirklich nochmal gesanglich gesteigert, oder nicht? Weil die Zeit, ja, weil die Zeit so schnell vergeht. Aber warum muss man durch neue Türen gehen? Denn hinter jeder Tür gibt es noch viel mehr zu sehen. Noch so viel mehr verstehen und ich nehm euch alle mit auf meinen Weg. Okay. Ich glaube, die letzte Zeile war sehr wichtig erstmal. Ich glaube, die letzte Zeile war sehr wichtig und ich nehme euch alle mit auf meinen Weg. Das ist schon mal eine Ankündigung, würde ich sagen, oder das ist eher so ein Versprechen. Er wird nicht von der Bildfläche verschwinden, er wird weiterhin YouTube machen. Ich nehme euch alle mit auf meinen Weg. Wie es heißt, wir sind dahingehend erstmal safe. Ich bin ein bisschen, was heißt verwirrt? Ich glaube nicht, dass er jetzt, er würde jetzt ein großes Ende oder sowas, würde er nicht in einem Song beiläufig so ankündigen, glaube ich. Leute, es ist complicated, ey. Also man kann auf jeden Fall sagen, es ist krass emotional gewesen, auch der Anfang schon, wo einfach nur der Bruder muss los Text gesagt wurde. Also da wirklich nochmal Props und auch allgemein fürs Gesangliche. Das war nochmal, das war mit das Beste, was ich von Drew gesanglich gehört habe, auf jeden Fall, und so von der Emotion her in der Stimme. Ich habe keine Ahnung, so. Irgendwie, ich habe überlegt, ob ich Drew schreiben soll, ob ich ihn fragen soll, einfach was los ist, aber an sich,
ich lasse es erstmal so auf mich ruhen. Wir warten erstmal den nächsten Samstag ab und den übernächsten Samstag. Ich will ihn jetzt auch nicht nerven, er bekommt bestimmt viele Nachrichten. Wenn es jetzt irgendwas Persönliches ist, will ich ihm sowieso nicht irgendwie nerven oder so. Und deswegen, wir warten erstmal ab, Leute. Wir warten jetzt einfach ab, was passiert. Vielleicht, ich glaube, es ist einfach nur eine Ankündigung für irgendein Special oder sowas. Das hoffe ich. Ich hoffe, dass alles cool ist bei Ju. Ich meine, wir wissen alle, Ju ist krass viel gestresst, so. Gerade wenn man mal einen Tag mit ihm verbracht hat, der hat keine freie Minute, Leute. Das ist nicht übertrieben, so gefühlt, ja. Es ist gefühlt nicht übertrieben. Ich weiß nicht, Mann. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht nimmt er wirklich eine kurze Auszeit oder sowas. Das kann natürlich auch sein. Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt zu bedeuten hat. Aber ich glaube, wir sollten da nicht zu viel reininterpretieren. Im Endeffekt sind es nur ein paar Zeilen in einem Song. Und ich denke, es ist eher... Beispielsweise, es wird keine Märchen in Asozialteile mehr geben. Oder jetzt kommt der Santa... Distrack XX Miss, blablabla, whatever, keine Ahnung, irgendwas. Ich glaube, es ist eher sowas in diese Richtung, dass ein fettes Projekt beendet wird oder angefangen wird oder es gibt ein neues Team, jemand aus dem alten Team verlässt irgendwas, es gab irgendeine berufliche Trennung, whatever. Ich glaube, es ist eher sowas, ja. Ja, wir werden es herausfinden, Leute. Wie gesagt, ich würde sagen, wir sollten allen Leuten und um Ju herum und auch Ju einfach Space lassen erstmal und jetzt nicht löchern mit irgendwelchen Fragen oder whatever. Das wäre auch mein Appell an euch, Leute. Egal, was es jetzt ist. Ich glaube, es ist, wie gesagt, nichts Großes so. Macht euch auf jeden Fall keine Sorgen und lasst die Leute ein bisschen in Ruhe so. Chillt einfach. Guckt, was kommt, ja. Diskutiert gerne in den Kommentaren hier. Ich werde mir die Kommentare auch durchlesen. Wenn ich jetzt doch noch aus irgendwelchen Gründen mit Ju irgendwie schreiben sollte oder whatever, werde ich natürlich nichts sagen so. Er wird schon selbst entscheiden, wann, wie, was zu whatever auch gesagt wird. Aber wir können gerne ein bisschen diskutieren, soweit es geht, in den Kommentaren. Lasst mal eure Meinung gerne dazu da. Was denkt ihr? Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, Alter. Wir werden sehen, Leute, wir werden sehen. Ich weiß, wie gesagt, nichts. Viele haben mich auch gefragt, ob ich weiß, was los ist. Aber ich weiß nicht, was los ist. Ich wusste nicht, was gesagt wurde in dem Song. Bis jetzt gerade, deswegen. Wir werden es sehen, Leute. Lasst uns auf uns zukommen. Ist morgen schon Upload von Ju, rein theoretisch? Wann kam das letzte Video? Morgen wäre Upload. Ist, glaube ich, kein Zufall, dass das Song heute dann online kommt. Wir warten erstmal ab, Leute. Das würde ich sagen, war es von diesem Video. Ich weiß, ich konnte jetzt euch nicht auch viele Antworten geben. Sorry, ich bin genauso unwissend wie ihr diesmal. Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, lasst uns ein bisschen diskutieren in den Kommentaren. Und ja, dann würde ich sagen, war es von mir vorne. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt natürlich fresh, so wie immer. Und...